Willkommen, meine Lieben, zu diesem Facebook Live und Zoom über die pragmatische Psychologie und den pragmatischen Praktiker. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Ingrid, kannst du mal checken, ob wir auf Facebook auch auf Speakers View sind, weil das hat vorher ein bisschen anders aufgeschaut als auf der Dachgruppe. Danke. Die Technik, wie wird es noch besser? Auf jeden Fall super schön, euch zu sehen und so viele Anmeldungen zu bekommen zu diesem Call und der pragmatischen Psychologie, wo ich mir sicher bin, dass einige von euch schon mal davon gehört haben, von diesem wirklich total anderen Ansatz, Veränderungen in die Welt zu bringen. Pragmatisch bedeutet, das zu tun, was funktioniert. Und ihr habt sicher schon gemerkt, die Welt ist eher dramatisch anstatt pragmatisch. Man schaut nämlich oft auf, was ist falsch, was funktioniert nicht, wo sind die Probleme und was müssen wir lösen. Und das ist nicht falsch, so die Welt zu meistern, nur es geht viel leichter und es geht viel effektiver. Und es geht anders, nämlich nicht dramatisch, sondern pragmatisch. Und das bedeutet einfach, das zu tun, was funktioniert. Und es ist oft etwas, dass Menschen, vor allem die von euch, die jetzt da zuhören oder zuhören werden, wahrscheinlich etwas, wo ihr sagt, ja, ja, das entspricht voll meiner Welt und hat immer schon, weil ihr seid sicher diejenigen, die wissen, alles im Leben kommt zu euch mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und wie sehr wusstet ihr das schon, seit ihr klitzeklein wart? Und dann irgendwann mal versucht man, normal zu sein. Der Wert in dieser Realität, normal zu sein, ist riesig. Dazu zu gehören, Freunde zu haben, von der Familie akzeptiert und gemocht zu werden. Und dann schaltet man so einige von seinen einzigartigen Fähigkeiten ab und aus zugunsten von diesem Dazugehören, normal sein, so wie alle anderen sein. Und das ist so, so, so schade. Und bei manchen geht das so weit, dass sie ihre Fähigkeiten zurückhalten, dass sie sogar Symptome draus kreieren, wie zum Beispiel Depression oder Angst oder Persönlichkeitsstörungen oder wie sie alle heißen. Oder ob sie vielleicht ADHS oder Autismus genannt werden. Das ist so die Extremversion von denen, die anders sind und die Welt anders sehen, Möglichkeiten sehen, die keine anderen Menschen sehen und dafür nie anerkannt worden sind. Und was ich in meiner Arbeit als Psychologin und Therapeutin gemerkt habe in der Psychiatrie und meiner eigenen Praxis ist, wie diese Menschen, wie wir alle, oft ein Niveau an Anderssein haben, das gigantisch ist, das einzigartig ist. Und wenn man mal beginnt, dieses Anderssein zu erforschen und sich dem wirklich hinzugeben und es nicht mehr zu vermeiden, dann tun sich Tore auf an Möglichkeiten. Probleme werden plötzlich zu Möglichkeiten und man merkt, nichts kann mich stoppen, niemand kann mich stoppen, nicht mal meine Familie. Weil Familie sind oft die Menschen, wo man sagt, naja, denen schulde ich was oder das ist ja Familie und man gibt dem wahnsinnig viel Bedeutung und Signifikanz und schaltet sich aus zugunsten von denen, die einen brauchen. Und die Einladung hier mit der pragmatischen Psychologie ist, dieses Anderssein zu leben, zu zelebrieren, zu nutzen und auch ganz, 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 ganz viele Fragen zu stellen. Die meisten von uns haben gelernt, ja, ein bisschen Fragen zu stellen, aber ja, nicht zu viele und vor allem nicht alles zu hinterfragen. Und die Einladung hier ist, hinterfrag alles. Und auch die Dinge, vor allem die Dinge, die für dich irgendwie schwer sind, wo du merkst in deinem Leben, es funktioniert etwas nicht, in welchen Lebensbereichen auch immer, dass du da die Frage stellst, was ist das? Was ist das, was hier so eine Schwere hat? Was ist das wirklich? Ja, also zum Beispiel, wenn wir über Angst oder Sorgen reden. Ne? Angst und Sorgen ist etwas, was gerade sehr aktuell ist in der Welt. Und habt ihr sicher auch schon einmal in eurer Welt erlebt. Da hört man auf, Fragen zu stellen. Da gibt man sich den Gefühlen hin, den Emotionen hin. Man beginnt zu vermeiden, was ist das, was ich mit Angst betitle. Und man hört auf, Fragen zu stellen. Und in dem Moment, wo du aufhörst, Fragen zu stellen, da lässt du dich übernehmen von Interpretationen, von Schlussfolgerungen, von Bewertungen, von Ansichten, von Gefühlen, von Emotionen, von Gedanken, anstatt
diesen Zugang zu erlauben zu, Moment mal, das, was ich hier Angst und Sorgen nenne, was ist das wirklich? Wenn ich diese Etikette Sorgen wegtue, wenn ich die Etikette Angst wegtue, was bleibt übrig? Was ist das, was übrig bleibt und was ist es wirklich? Und ganz oft merkt man, boah, alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und da steckt ganz was anderes dahinter. Da steckt oft eine Lebendigkeit dahinter, eine Freude auf was Neues und etwas, das sich verändern darf. Ja, so wenn du mal anschaust, in den Lebensbereichen, wo du dir vielleicht ein bisschen Sorgen machst gerade über, wie wird es werden und kann das, ja, irgendwelche Projektionen auf die Zukunft, frag mal, nimm mal diesen Label, diese Etikette weg von Angst und Sorgen und dann frag dich, was steckt dahinter? Was ist das wirklich, dass ich Angst und Sorgen nenne? Was ist die wunderschöne Möglichkeit dahinter? Und das Ding ist, du wirst merken, dass alles, was man Probleme nennt, Probleme ist, sind eigentlich nur Möglichkeiten, versteckte Möglichkeiten. Oder Probleme sind mit anderen Worten Möglichkeiten mit Ansichten und Bewertungen behaftet. Und wenn du die Ansichten und die Bewertungen wegtust, alles, was übrig bleibt, sind Möglichkeiten. Und das ist etwas, was wir alle irgendwo in uns spüren, dass das für uns wahr ist. Aber dann hat man gelernt, na, das ist too good to be true. Also das ist zu gut, um wahr zu sein. So einfach kannst du es dir nicht machen. Wie unsympathisch bist du, wenn du es dir im Leben so, so einfach machst. So, und da kommt es rein, würde ich mir erlauben, so unsympathisch zu sein oder als unsympathisch oder falsch gesehen zu werden. Weil wenn du wirklich die Stärke, deine Großartigkeit leben möchtest, dann musst du auch die Bereitschaft haben, von anderen als falsch gesehen zu werden. Okay? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Noch einmal, wenn du wirklich die Großartigkeit leben möchtest, die du bist, musst du auch bereit sein, von anderen als falsch gesehen zu werden. Und wenn du das große Ganze betrachtest und dann denkst, wow, okay, Bewertungen real und relevant zu machen von anderen Menschen, okay, welche Zukunft kreiert das? Meine Großartigkeit zu leben, welche Zukunft kreiert das? Und dann merkt man, das brauche ich mir eigentlich gar nicht zu überlegen, weil die Großartigkeit zu leben zahlt sich auf jeden Fall mehr aus, als die Bewertungen relevant zu machen. Und dann trifft man eine neue Wahl und merkt, Moment mal, was mache ich wirklich wertvoll? Mich oder die Bewertungen von anderen Menschen? Weil was nämlich total spannend ist in dieser dramatischen Perspektive, wie oft geht es in eurem Leben gar nicht um euch? Wie oft geht es in eurem Leben um andere Menschen und wie ihr mit denen umgehen sollt, wie ihr euch in Bezug auf die verhalten sollt, ja? Und wie oft geht es eigentlich um dich und das, was du drauf hast, wie anders du bist, was du in der Welt siehst. So, wie wäre es, wenn ihr euch mehr in die Richtung bewegt, von eure unendlichen Fähigkeiten, euer Anderssein anzuerkennen, wo das, was andere von euch halten oder das, was euch in Augen von anderen richtig macht, plötzlich irgendwie einfach wegschmilzt und gar nicht mehr relevant ist. So einfach ein Perspektivenwechsel. So, das ist so die Einladung unter vielen, 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 vielen anderen Aspekten und Möglichkeiten von der pragmatischen Psychologie. Und jetzt dieser Zoom über den pragmatischen Praktiker. Ich werde euch gleich ein paar von diesen pragmatischen Praktikern vorstellen. Das sind diejenigen, die schon einige pragmatische Praktikerkurse gemacht haben und auch Teil von pragmatischen Praktikerprogramm sind. Das heißt, wir haben gemeinsam, machen wir Events, wie zum Beispiel dieses hier. Oder wir haben auch Calls, wo wir einfach ständig updaten, was können wir noch alles erforschen, was können wir noch alles erforschen an uns selber, aber auch an, wie kann ich anderen Veränderungen weiter, also zugute führen, wie kann ich andere facilitieren. Facilitieren bedeutet Veränderung erleichtern, nicht Veränderung aufdrücken, sondern Veränderung erleichtern. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil was man oft gerne möchte, man möchte gerne anderen Veränderungen geben oder ins Gesicht eine drucken. Ne? Also man möchte gerne Menschen Veränderungen reindrücken, weil man meint, die brauchen das. Das wäre gut für sie. Da geht es ihnen sicher besser. Aber da will man oft mehr für andere als die für sich selber. Und das kennen sicher die meisten sehr gut. Nicht nur mit den eigenen Kindern,
sondern auch überhaupt mit allen. Ja? Wie oft willst du mehr für andere Menschen als die für sich selber? Und welchen Stress kreiert das in deiner Welt, ständig zu schauen, ja, ich muss denen Tools geben und ich muss denen also quasi zwangsfazilitieren. Aber zwangsfazilitieren und facilitieren sind zwei unterschiedliche Dinge. Facilitieren ist wirklich in der Frage zu sein, ja, wonach fragt denn der andere überhaupt? Und der andere Teil, wonach fragt der nicht? Und diese pragmatischen Praktiker sind einfach ständig am sich weiterentwickeln in dieser Kunst des Facilitierens, was es nämlich wirklich ist. Wie ich gelernt habe, Veränderungen, also Psychologie und Therapie. Ich habe sehr viele verschiedene Richtungen von Therapie ausprobiert und gelernt, also von Psychotherapie. Und da ist es so, dass da gibt es immer etwas, wenn das, dann das. Also da gibt es oft so ein, da gibt es eine Weise, wie du es tun sollst. Und was für mich so wichtig ist und was ich gerne aus Menschen rauskitzeln möchte, ist, was weißt du? Was ist deine einzigartige Weise, Veränderung zu facilitieren? Und das hat ganz viel zu tun mit dem, was du bist. Also dieses Erforschen von, was du noch alles drauf hast, was du bist über deine Interpretationen hinaus, über deine Vergangenheit hinaus, was du wirklich als dein Wesen bist, das ist eine Schatzkiste an Möglichkeiten. Und wenn wir das mehr herauslocken, dann wirst du auch ein Raum für andere Menschen, der einfach, wo es leicht ist, zu Möglichkeiten Zugang zu bekommen. Das ist so ungefähr wie, wenn man zum Beispiel im Wald spazieren geht. Das ist einfach angenehm, entspannt. Der Wald gibt dir einen Raum, der gibt dir eine Entspannung, wo du einfach sein kannst. Der sagt nicht, na, hast du dich heute schon verändert? Hast du heute schon genug an deinem Verhalten gearbeitet? Hast du heute schon deine To-Do-Liste abgearbeitet? Der Wald, die Natur stresst uns nicht. Aber die Menschen, ja, die Menschen haben oft sehr viele Erwartungen aneinander, Projektionen aneinander. Und das stresst wahnsinnig, wenn du anschaust, was erwartet sich deine Familie von dir? Was will die, wie dein Leben ausschaut? Und entspannt dich das? Oder ist das etwas, was dich stresst? So, da ist so die Einladung, wie wäre es, wenn wir alle mehr so sind wie der Wald, die Bäume, das Meer, wo wir einfach die Erwartungen aneinander loslassen, die Projektionen, die Bewertungen, die Ablehnungen, alles, was uns abgrenzt voneinander und einfach nur, weißt was? Hallo, was kann ich für dich tun? Und wenn sich jemand verändert, super. Wenn er sich nicht verändert, auch super. Weil ein wichtiger Aspekt von Facilitieren ist es, Menschen ermächtigen zu wissen, dass sie wissen und auch, dass sie Wahl haben. Wie oft vergisst du, dass du Wahl hast? Ja, zum Beispiel, wenn irgendwas mit deinem Körper nicht stimmt oder in einem anderen Lebensbereich, wie oft denkst du, naja, jetzt habe ich nicht wirklich Wahl, außer das zu tun, was dieser und dieser Experte sagt. Ja, wie oft beschränkst du dich in deinem Wissen, dass du in jedem Moment zig Wahlmöglichkeiten hast, eine Situation zu verändern und sie überhaupt zu verändern? So, hier einfach eine Einladung, die Freiheit zu genießen, den Raum zu genießen, der wir wirklich sind. So, und jetzt schaue ich mal, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall die Kirsten. Kirsten, magst du mal ein bisschen sagen, wo in der Welt bist denn du? Also Kirsten ist eine von den pragmatischen Praktikern. Und auch, was ist das für dich, so pragmatisch zu sein? Und wie verwendest du es in deinem Leben? Also ich wohne in Bonn und ich arbeite in Belgien. Und ich bin in meinem Arbeitsleben im Moment zu einem großen Teil noch Zahnärztin oder das ist einer meiner Einkommensströme und ich habe diese pragmatische Psychologie tatsächlich auch in meinen Arbeitsalltag mit einbezogen, weil ich, also ganz konkretes Beispiel, ich habe unheimlich viele Leute, die natürlich wahnsinnig viel Angst haben. Darüber hast du ja eben auch gesprochen, Susanna, und das war tatsächlich auch immer eine Sache, die mich auch als Behandler total gestresst hat. Und seitdem ich diese Tools benutze, kann ich die Leute unheimlich schnell aus dieser Angst rausführen, weil ich anstatt auf ihre Geschichte einzugehen und immer so diese ultra-empathische Frau zu sein und immer zu sagen, ja, das war ja bestimmt ein schreckliches Erlebnis und bla bla bla, stelle ich ihnen einfach die Frage, was wäre, wenn wir heute ein neues Kapitel aufschlagen? Was wäre, wenn
die Erfahrungen, die sie früher gemacht haben, nicht die Grundlage sind für das, was jetzt kommt. Und das hat meinen Arbeitsalltag einfach unglaublich vereinfacht. Also dieser pragmatische Ansatz, diese Einfachheit, also diese Vereinfachung dessen, wie man im Leben mit Menschen umgeht, hat mich total überzeugt. Also ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Susanna, hängst du? Super, ja, ich bin da, ja. Hänge ich gerade? Okay. Ja, dein Bild war gerade total eingefroren. Ja. Jetzt gerade? Jetzt, nee, jetzt geht's. Ah, wieder. Okay. Jetzt passt es wieder? Ja. Okay, super. Ja, super, wie du es beschrieben hast, auch, weil Angst ist so etwas, das ist echt, ne? Das hinterfragt man selten. Und die Entspannung, die da entsteht, wenn man sagt, Moment mal, was ist das, was du Angst nennst? Was ist es wirklich? Und die meisten Menschen merken dann, Moment mal, entweder sie kommen drauf, ist es gar nicht meins, oder sie entdecken, da ist ja ganz was anderes dahinter. Da habe ich eine Leichtigkeit, die ich in etwas anderes verwandelt habe. Zum Beispiel, jetzt weil du von Angst gesprochen hast, wenn wir, ich gebe auch andere Kurse, die heißen Right Voice for You, und da kommen die Menschen auf die Bühne. Und da geht es darum, gesehen und gehört zu werden. Und die meisten Menschen haben gesagt, ich habe Angst, mich zu zeigen und Angst vor Bewertungen und überhaupt schlottern mir die Knie und alles ist furchtbar. Ne? Und ich habe diese Kurse wirklich schon weltweit gegeben. Und in jedem Land, sei es in Indien oder in Österreich oder wo auch immer auf der Welt, ist es immer so, ich habe Angst. Und jedes Mal kommen die Leute drauf, das ist ja gar nicht Angst. Ich freue mich. Ich finde es schön, da zu sein. Es ist einfach eine freudige Erregung, mich zu zeigen. Nur zu sagen, boah, ich finde es total schön, auf der Bühne zu stehen und mich zu zeigen, das haben sich die meisten Leute nicht erlaubt zu sagen. Ja? Oder dass man so dreist ist und sagt, naja, Zahnarzt besuchen, oder habe ich Leichtigkeit. Arzt besuchen, da habe ich Leichtigkeit, da habe ich kein Problem damit. Das ist ein Anderssein, eine Dreistheit, ne? Eine schamlose Leichtigkeit, die... Da ist man nicht immer gleich so sympathisch. Aber wenn du dich klein machst und quasi sagst, ich habe Angst, und du gehst in die Opferrolle, na, da wird man natürlich gleich, oh ja, ich helfe dir und ich bin da für dich und ich mag dich. Und da kriegt man gleich Anschluss. Ne? Und das ist für viele so ein Beispiel, wo sie sich begrenzen, um normal zu sein und dazuzugehören. So super, wie du das verwendest in deinem Sein als Zahnärztin, unter anderem, du machst ja auch anderes, ne? Ja, ich mache auch andere Sachen und ich finde einfach deinen Ansatz so genial, weil mir das auch einfach in meinem Alltagsleben hilft, weil ich mit meiner Familie anders umgehe, weil auch unter anderem die Idee, die ich so verinnerlicht habe, sagt den Leuten, was sie hören können und was sie hören wollen. Dass es nicht mehr um dieses Recht haben geht. Also wenn zum Beispiel ein Patient tatsächlich vor mir sitzt und sagt, ich möchte den Zahn nicht raus haben, dann sage ich, ja, dann mache ich das eben nicht. Und der dann so, hä, wie? Wie jetzt? Aber Sie sind doch die Zahnärztin. Dann sage ich, ja, aber es ist ja Ihr Körper. So, wow. Also so, dass ich einfach auch die Menschen ermächtige, mal selber darüber nachzudenken, was passiert da gerade? Also wie ist die denn drauf? Und alle denken immer so, okay, ist eben lustig, weil ich in Belgien arbeite und Holländisch sprechen muss. Und dann denken die hat mich nicht verstanden. Also die versteht meine Sprache gerade nicht. Und ich amüsiere mich immer köstlich darüber und sage, nee, ich habe das schon so gemeint. Das war jetzt schon tatsächlich so gemeint. Ich habe sie auch verstanden. Ja, aber Sie wissen das doch besser als ich. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, was ich auf diesem Bild sehe, aber ich weiß ja nicht, wie das gerade bei Ihnen drinnen aussieht. Also, das ist so wichtig. Also danke dafür und danke, dass du anders bist und danke, dass du dir erlaubst, in diesem Beruf anders zu sein. Das ist so Gold wert. Und das ist so, wenn man, Wahnsinn, das ist so eine riesige Sache, weil wenn du dich anschaust, wenn du zu einem Arzt gehst und du hast irgendetwas, das nicht so ist, wie es sein soll, also irgendeine Krankheit oder etwas oder was kaputt ist, die Projektion ist immer, es bleibt gleich oder es wird schlimmer. Ja. Das ist so die normale Perspektive. Aber dem Körper die Erlaubnis zu geben, hey, es kann sich auch verbessern und es kann auch mit Leichtigkeit sein, das zu facilitieren, das ist riesig und Gold wert. Ja, und das ist so,
wie pragmatisch können wir sein. Und was ich liebe, ist, dass du zum Beispiel, du verwendest die Tools in deiner Arbeit und alles wird großartiger. Und jeder, das ist toll zu sehen, wie jeder so die Tools verwendet in seinem Bereich, um die Dinge noch großartiger zu machen und mehr aus sich selber rauszuholen und mehr rauszuholen, was man selber weiß als Veränderer, als Facilitator. Super. Danke. Der Right Voice for You war übrigens auch echt ein Katalysator dafür. Wow, absolut. Das freut mich. Das hat mich sehr weitergebracht. Vielen Dank nochmal dafür, außer deinen tollen Büchern. Danke dir. Danke fürs Reinsein. Super. Elisabeth, magst du uns ein bisschen erzählen, Elisabeth Biener, wo du bist in der Welt und wie nutzt du die Tools so? Sehr gerne. Hallo, grüß euch. Hallo. Also jetzt gerade bin ich im pragmatischen Praktikerzentrum Chives in Wien. Und ich lebe in der Nähe von Wien und halte Barskurse in Burgenland in Wien und sonst wo. Und der pragmatische Praktiker ist für mich so ein Lebensöffner, würde ich fast sagen, für Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit in allen Lebensbereichen. Und also prinzipiell arbeite ich mit, vor allem im Moment mit Familien, Frauen, Kindern, Müttern. Aber ich begleite auch alleinstehende junge Männer, ältere Herren, also whatever, was auch immer daherkommt, wer auch immer daherkommt. Und im Moment bin ich so in einem Lebensprozess mit der Frage, was will ich eigentlich wirklich? Und ich merke, was wäre, wenn ich es mir einfach leicht machen würde? Und da ist für mich die pragmatische Psychologie, ist für mich also echt tausend Dank für diese Tore und Türen, die du mir da geöffnet hast und öffnest. Ihr seid einfach alle so geil. Also einfach diese Community ist für mich als Mensch ein unglaublicher Beitrag. Und diese Zeiten, in denen wir gerade leben, so sind ja an manchen Tagen größer herausfordernd, an manchen weniger. Und da mich immer wieder auf die Leichtigkeit und auf das, was für mich funktioniert, zu konzentrieren oder zu fokussieren immer wieder, ist für mich Gold wert. Also es ist unbezahlbar für mich. Ja? Egal, wie es mit Business oder Familie oder Partnerschaft oder Kindern weitergeht, das ist für mich großartig. Wow, danke dafür. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, den du hochgebracht hast, nämlich die Tools auch für sich zu nutzen und immer weiterzugehen, auch wenn es mal nicht angenehm ist, weil Bewusstsein ist Licht aufdrehen. Und wenn man das Licht aufdreht, sieht man nicht immer nur tolle Sachen an sich. Da sieht man auch Sachen, wo man sich auch ziemlich ins Beinderl schießt, ne? Also wo man sich selber ans Beinchen pinkelt und es ist nicht immer so schön zu sehen, was man mit sich selber auch macht oder machen lässt von anderen Menschen. Deswegen ist Bewusstsein nicht immer nur Yippie, yay, wonderful, mir geht's super und ease, joy, glory, sondern manchmal ist auch aber wenn man dann trotzdem weitergeht und sagt, okay, ich bin präsent damit, ich vermeide das nicht, dann gehen irgendwann einmal die Tore auf und man denkt sich, es war wert. Und das ist das, was du gerade so schön beschrieben hast, die Tools auch für sich zu nutzen, weil wenn du sie nämlich mit anderen Leuten nutzen möchtest und du möchtest facilitieren und du redest nur, naja, das kreiert weniger toll, ne? Aber wenn du, auf Englisch sagt man walk your talk, also wenn du selber das lebst, was du rüberbringst und was du facilitierst, dann bist du das, dann verkörperst du das, dann lebst du das, dann bist du das lebende Beispiel von den Möglichkeiten und Veränderungen und Bewusstsein und das hat Wirkung. Und das ist etwas, was du lebst, Elisabeth, und das finde ich echt toll. Und auch dieses immer weitergehen und empfangen voneinander, das ist auch ein Aspekt, wo man sagt, wieso muss ich alles alleine machen? Ja, diese Bereitschaft zu sagen, hey, da gibt es andere Leute,
die auch diese Reise gehen. Jeder geht seine eigene natürlich. Jeder geht sein eigenes Tempo, jeder macht sein eigenes Ding, aber wir gehen alle in die ähnliche Richtung. Und warum nicht voneinander empfangen? Und das ist etwas wunderschön, was du hochgebracht hast. Vielen, vielen Dank, Elisabeth. Ja, und ich merke, es ist eine absolute mehr als eine Bereitschaft entstanden, weil ich habe auch überlegt, bin ich heute dabei, weil ich gerade nicht so auf Business-Tour bin. Und ich habe gemerkt, ja, und jetzt zeige ich mich mit allem, was dazu gehört. Also dieses alte Programm von ich vermeide und verstecke alles andere und trage meine glückliche Maske und ich werde mit allem fertig, habe ich abgelegt und es verschafft so viel Leichtigkeit. Und ja, und der Raum, den ich meinen Kindern eröffnet habe, ist sowieso mega. Genau. Ja, voll danke. Also ein riesiges wow. Danke. Und wie? Wow, danke dir. Und das ist echt toll, weil du gibst es auch wirklich deinen zwei Kindern mit und inkludierst sie in euren Kreationen. Echt toll zu sehen. Danke. Okay, lass uns mal, ihr müsst doch sagen, ich habe jetzt nicht geschaut, wer von euch auch was sagen möchte, aber die Sonja, möchtest du was sagen, wo du bist und wie du die Tools nutzt? Ich sehe jetzt nicht, ob ihr alle da seid, aber ich frage. Ja, gerne, ja. Ja, super. Hallo Susanna, hallo alle. Hallo. Ich habe heute Nachmittag Hochdeutsch geübt. I love you. So geil. Ich habe heute Sonja gesagt, bitte so gut es geht auf Hochdeutsch, weil Sonja ist in Oberösterreich in der Nähe von mir. Ah, so cool. Danke. Das übersetze ich, gell? Okay, danke. Ja, ich habe mir letztes Jahr im Oktober das größte Geschenk gemacht, indem ich den Right Voice for You Kurs bei dir besucht habe. Dann das Buch Pragmatische Psychologie eben gelesen habe. Und dann war so, danke. Also mein Körper und mein Wesen, das haben aufgeatmet. Das war einfach so ein Geschenk. Und wie wenn ich immer darauf gewartet hätte, auf pragmatische Tools leicht anzuwenden und die übe ich und setze ich ein jeden Tag seitdem und gelingt mir mal super gut, dann wieder nicht so gut, aber ich bleibe total dran und das ist das Wichtigste. Und es hat sich alles verändert in mir, wie ich die Dinge sehe, in meiner Familie, also unglaublich, welche Möglichkeiten da sich auftun. Und ich bin jetzt dabei, mein Business neu zu kreieren und merke, mit Menschen zusammen, mit diesen Tools in einer Gruppe zu spielen, das macht so viel Spaß, das bringt so viel Freude und mit welcher Leichtigkeit die dann auch rausgehen. Also das ist so ein Geschenk für alle. Und ich weiß, so können wir Veränderungen kreieren auf der ganzen Welt und es kommt ja immer mehr und es ist super cool. Also bin so dankbar dafür. Du hast so super Sachen auch hochgebracht. Vielen Dank. Und zwar das eine ist, nicht perfekt sein müssen. Dass man, wenn man die Tools nutzt, nicht gleich erwartet, alles wird easy. Auf Englisch sagt man, jetzt brauche ich ein bisschen Übersetzungshilfe von euch, easy und ease. Also Leichtigkeit und einfach und leicht. Ja. Ist ein großer Unterschied, weil die Leute erwarten sich immer, naja, wenn ich die Tools nutze, dann wird alles einfach. Ja. Nicht notwendigerweise, sondern es wird vielleicht leichter. Aber wenn es nicht gleich einfach wird, heißt es nicht, dass das was nicht stimmt, sondern manchmal, wenn man Veränderung erlaubt und wenn man beginnt, die Dinge, die man weggeschoben hat, nicht mehr wegzuschieben und nicht mehr zu vermeiden, dann sieht man Dinge. Und dann ist es so, dass es vielleicht im ersten Moment nicht einfach ist. Aber wenn man darüber keine Ansicht hat, wenn man das nicht vermeidet und man geht weiter, dann kann es leicht werden. Wenn man beginnt, alles zu inkludieren und nichts zu bewerten und nichts zu vermeiden. Und das ist etwas, was du dann so schön weiterführend gesagt hast, ja, und dann habe ich jetzt begonnen, ein Business aufzubauen. Ich beginne, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und ich weiß, du warst vorher angestellt auch. Und wo du einfach diesen Schritt jetzt immer noch, ja, und wo du diesen Schritt auch jetzt wagst und sagst, okay, ich gehe jetzt in die Businesswelt. Und es darf leicht sein. Und diese Energie, die du so schön rüberbringst, von ich inkludiere jetzt, ich inkludiere einfach, ich brauche nicht mehr
auch nicht gemeine Menschen vermeiden, ich brauche nicht irgendwie Abstand halten oder so, sondern dieses wird es möglich, Business zu kreieren. Dadurch wird es möglich, mit anderen Menschen zu kreieren. Superschön. Ja, und vor allem auch, es ist mir egal, was andere über mich denken. Und das war immer das Schlimmste für mich. Was denkt der über mich, wie ich bin? Und habe versucht, mich immer und überall anzupassen. Und das ist dann einmal ziemlich eng geworden. Und jetzt ist, also es ist eine Leichtigkeit damit. Es ist einfach, ja, vielleicht auch nicht immer. Auch nicht immer. Und heute war eine Dame hier und die Kombination aus der pragmatischen Psychologie, die Tools vorher im Gespräch, in Verbindung mit der Körperarbeit dann, also das ist mega gigantisch. Also das war heute für mich so ein, ja, das kannst du fast nicht beschreiben. Es ist einfach so viel möglich. Danke. Das ist einfach so schön. War toll. Und die vielen, Leute vielen Dank. Lächeln rausgehen. Genial. Yay. Vielen, vielen Dank, Sonja. Voll super, danke. So, als nächstes Margarete. Margarete, wo, ich weiß nicht, ob du gerade, ich sehe dich nicht, deswegen muss ich fragen, bist du gerade da? Und wenn ja, wo bist du gerade in der Welt? Und wie nutzt du die Tools pragmatisch? Ja, ich bin gerade in der Welt an der Ostsee. Ganz schön, ja. Aber sonst, wo bist du sonst? Und sonst, achso. Wo findet man dich? Wo findet man mich? Ich bin in der Nähe von Graz zu Hause, also auch in Österreich. Und bin ja schon ein paar Access gerade seit 2013. Und pragmatische Psychologie, ich glaube, den ersten Kurs habe ich bei dir 2013 gemacht. Den zweiten dann 2014. Dann hatte ich ein bisschen eine Pause. Und dann ging es wieder los. Und dann habe ich auch ganz viele Kurse von dir übersetzt. Und jedes Mal habe ich gedacht, Wahnsinn. Und es geht nur immer mehr. Und ich habe ja eine 15-jährige Tochter. Und wer da nicht pragmatische Werkzeuge hat anzuwenden, ist leicht verloren. Gerade bei einem Kind, das seit 8 Jahren Access mitmacht. Oder 9 beinahe. Seit 9 Jahren, ja. Und die Werkzeuge natürlich auch verwendet, nur so versteckt, dass sie glaubt, ich bemerke es nicht. Und das ist wirklich, also auch mit ich würde sagen, gerade mit Familie sind für mich die Werkzeuge ganz, 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 ganz wichtig, pragmatisch zu sein. Auch dem anderen einfach einmal recht zu lassen, weil es eh nicht so, ja, mein Gott, dann haben die halt recht. Und in Sessions natürlich den Leuten zu zeigen, was wenn es egal wäre. Die schauen mir dann oft so an und sagen, wie meinst du, wenn es egal wäre? Ja, ist es wichtig, dass du recht hast oder kannst du einfach pragmatisch praktisch sein? Und dann sind die so, eigentlich ist es viel einfacher, gell? Man braucht nicht so viel Energie. Ja, genau. Oder gerade eine Dame, die gesagt hat, ihr Sohn wollte nicht zum Kurs mit. Und sie hat dann gesagt, okay. Dann war Stille. Und dann hat er gesagt, du, ich fahre doch mit. Nee, und hätte den praktisch und pragmatisch einfach gelassen, wäre für ihn und alle deine. Die empfehle ich immer als erstes, wenn die Leute anfangen, Access zu machen, bitte lest einmal pragmatische Psychologie. Und die kommen dann und sagen: Wahnsinn, wenn ich das immer schon so gesehen hätte, hätte sich mein Leben ein bisschen anders entwickelt. So cool. Und weißt du, ein so geiler Aspekt, den du da hochbringst, auch mit deiner Tochter und überhaupt mit Klienten und Teilnehmern, ist diese Erlaubnis. Weil die Leute stressen sich so, wenn sie sagen, der wählt meinen Kurs nicht oder mein Kind will meine Tools nicht und ich mache so viele Kurse und jetzt muss ich meinem Kind auch diese Tools draufdrücken. Aber was du so schön rübergebracht hast, ist die Erlaubnis. Und welche Power die Erlaubnis hat. Nämlich zu sagen, weißt was, mach's nicht. Und dann, wo die Leute dann sagen, merken für sich, sie dürfen für sich entdecken, ob das etwas für sie ist oder nicht. Und das ist so ein unglaublich inkludierender Raum, der du da bist und der funktioniert, ja, und das ist so wirklich nur so, wenn ihr da gehört habt jetzt bei der Margarete, das ist
Das ist wirklich einzigartig, diese Erlaubnis zu wählen. Und das dürfen wir alle üben, jeden Tag. Ja, Erlaubnis, breit dich aus und werd größer als mein Gewahrsein. Ja, das ist wirklich etwas, das das viel leichter macht. Und? Ah, das habe ich nicht gehört. Ich habe auch eine Zeit lang geübt. Und ja. Aber umso länger ich praktiziere, es ist ja nicht, dass wir von heute auf morgen Access-Werkzeuge verwenden oder pragmatische Psychologie-Werkzeuge, sondern für mich ist es ein Lebensstil, den ich erlernen musste, wie gehen. Ja, und das ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr zuhört, die Tools sind nicht dazu da, dass man sagt, ja, das mache ich einen Kurs und dann muss ich das schon perfekt können, sondern es ist wirklich ein neuer Muskel. Üben, 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 üben und erlauben, dass es leichter werden darf. Genau, super. Vielen, vielen Dank, Margarete. Genial. Danke. Ist die Johanna auch da? Danke dir. Ist die Johanna auch da? Möchtest du auch was sagen? Ich sehe dich nämlich nicht. Ja. Yay! Johanna, wo in der Welt bist du und was ist für dich pragmatisch sein oder wie nutzt du es? Ich bin in Oberösterreich auch. Genau. Ja, was ich daran so spannend finde, ist irgendwie Dinge einfach anders zu sehen. Also anders, als man vielleicht konditioniert ist. Und eben auch hinter die Worte zu schauen, das war für mich irgendwie, also ich hatte schon immer eine Wahrnehmung, aber ich war mir dessen nie so bewusst oder habe es auch vielleicht gar nicht so ernst genommen. Und jetzt irgendwie, das stärkt irgendwie so das Bewusstsein, auch die eigene Wahrnehmung auf sie mehr zu hören, ja, und auch einzusetzen in gewisser Weise und eben auch, ja, hinter die Wörter zu schauen und eben nicht, was kommt raus, sondern was nämlich dahinter war. Und das macht vieles einfacher oder auch viel schneller zu wissen, worum es geht, was es ist. Macht es nicht immer unbedingt leicht, wenn man es wahrnimmt und der andere nicht hören möchte. Aber ich finde es spannend, damit zu experimentieren oder beziehungsweise einfach auch für sich einfach nur das wahrzunehmen. Wow, okay, das war jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, der heute noch nicht dran war, nämlich das Geschenk der Wahrnehmung. Und viele Menschen sehen ja die Wahrnehmung als etwas, das stört mich, das ist mir zu viel, das überwältigt mich, ich halte es nicht aus. Aber Wahrnehmung als etwas zu empfangen, das ein Geschenk ist, und dann, wie du sagst, es auch zu nutzen, ist Gold. Und zum Beispiel, wenn man mit Menschen zusammen ist und man sieht, okay, wie funktionieren die? Was ist deren Welt? Und nämlich nicht dann gleich, okay, es stimmt was nicht mit der Situation oder ich muss jetzt da eine Ansicht drüber haben, sondern wie funktioniert die Person, sagen wir mal, als ein Familienmitglied und dann, was braucht es hier, damit es leicht wird? Gibt es etwas, was ich sagen kann oder tun kann oder sein kann, damit die Situation mit der Person leichter wird? Und dieses Licht aufdrehen, das du beschrieben hast, das Gewahrsein zu haben und das auch zu erlauben und nicht mehr zu vermeiden, das bringt unglaubliche Freiheit. Ja. Und ganz oft, also ich komme ja auch immer wieder drauf, dieser Satz, alles ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein. Es trifft einfach so oft zu. Ich traue mich nicht zu sagen immer, aber irgendwie doch sehr oft. Und eben wenn man in der Wahrnehmung ist und irgendwie auch so ein bisschen an diesen Satz denkt, dann kommt man eigentlich ganz schnell so ein bisschen auf die Lösung. Und ja, es ist spannend eben mit diesen Tools auch, das auch zu üben im Endeffekt in gewisser Weise. Auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, sie auch anzuwenden. Nicht nur bei anderen, auch bei mir. Aber ja, es ist eine Reise, glaube ich. Also es ist, ja. Wunderschön. Und auch wenn ihr bei der Johanna spürt, da ist diese Verletzlichkeit zuzulassen. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, auch bei Menschen, die mit Menschen arbeiten. Weil was man da draußen sieht, ist oft so, wenn ich mit Menschen arbeite, dann muss ich alles unter Dach und Fach haben. Ich muss perfekt sein. Ich habe die Antworten. Was weniger attraktiv ist, ganz ehrlich. Und vor allem, Was zeigt man da seinen Klienten, wer sie sind in Beziehung zu dir, wenn die Notwendigkeit da ist, perfekt zu sein und die Antworten zu liefern. Aber wenn du
wenn du dir erlaubst, verletzlich zu sein, wenn du sagst, ja, ich bin auch nicht perfekt, ich verwende Tools selber und ich übe und wie wird es noch besser? Das ist eine Verletzlichkeit, die Menschen einlädt und sie ermächtigt und wo es nicht diese Hierarchie gibt von Experte und der andere besser, schlechter und der weiß besser und der, nee, sondern hier sind zwei Wesen. Wie kann ich dir beitragen? Wie kann ich es für dich, wie kann ich Veränderung für dich erleichtern? Und diese verletzliche, raumige Haltung, die ihr bei der Johanna jetzt spürt, das ist eine unglaubliche Einladung für Menschen, ihre Stärke zu finden. Ja? Und das ist, ihr seht, jeder von diesen pragmatischen Praktikern, jeder ist anders. Jeder hat einen anderen Background, aber jeder hat auch einen anderen Raum. Und jeder Raum ist etwas, das einzigartig facilitiert und beiträgt. So wunderschön. Vielen, vielen Dank, Johanna, für dich. Ganz toll. Danke. Jürgen, noch als Gentleman in der Runde. Geht's mit Ihrem Internet her? Ich denke schon, das funktioniert. Funktioniert, super. Also, Jürgen, wo in der Welt bist du? Und das frage ich mich auch manchmal. Und wie nutzt du die Tools so? Gerade aktuell in Oberösterreich und ansonsten immer mit der Susanna irgendwo auf diesem Planeten. Und was mich auch gerade jetzt wieder fasziniert und was ich einzigartig finde, das berührt mir, das ist wirklich die Einzigartigkeit und die Großartigkeit von jedem Einzelnen. Und genau das ist es auch, jetzt kommen die Tränen. Spannend. Das ist auch genau das, was es ausmacht in den Kursen immer wieder. Dass jeder Einzelne so großartig und so einzigartig facilitiert, was viele Menschen zuvor gar nicht von sich selber dachten. Und das ist so schön zu sehen, wie Menschen für sich einfach dann während des Facilitierens, weil das lernt man auch, man übt das auch in diesen Kursen, wirklich dann danach kommen und sagen, hey, heilige Scheiße, ich kann das ja selber auch. Ich habe es ja wirklich selber auch drauf. Und es ist nicht schwer. Es ist so, wie es die Ladies, die faszinierenden Vorredner davor schon gesagt haben, es ist einfach der Muskel in erster Linie, den du selber mit dir mal trainieren darfst schon. Es ist einfach, es ist wirklich einfach, nur gilt es einfach, das immer wieder zu machen und zu üben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich draußen bin, hört man mich noch? Geht schon noch? Ja. Okay. Ja. Und diese Großartigkeit einfach von jedem Einzelnen in den Sessions, weil jeder nimmt was anderes wahr und es ist jeder auf seine Weise einfach facilitiert, wie er es kann und was er wahrnimmt. Und das, was er wahrnimmt, das führt dann auf einen Weg. Und dieser Weg ist immer faszinierend und immer auf die Art und Weise, wie du es machst, einfach passend und richtig. Wow, Jürgen, danke dafür. Genau das. Und es ist so schön zu sehen, dass man diesen Stress loslassen darf, das Richtige zu sagen, das richtige Werkzeug zu verwenden, als gäbe es ein richtiges Werkzeug oder als gäbe es eine richtige Frage, sondern darauf vertraut, dass man im Moment weiß, was die Person, was die Situation verlangt, um einen neuen Raum zu öffnen und sich selber zu überraschen als Praktiker, dass man weiß, nicht hier oben kognitiv, nicht von Überlegungen her und Gedanken und Schlussfolgerungen, sondern du spürst, du weißt, was die Situation verlangt, um was Neues zu öffnen. Und manchmal braucht es Worte, manchmal facilitiert der Raum. Der Raum facilitiert eigentlich immer. Nur wie viele von euch würden sich erlauben,
auf sich auf diesen Raum, auf die Leichtigkeit. Ich sage mal so, wie sehr würdest du dir erlauben, dir in deinem Leben dich auf die Leichtigkeit einzulassen, richtig einzulassen, auf alles, was du bist, alles, was dich ausmacht, die Leichtigkeit, die Freude und Herrlichkeit, wenn wir uns mehr darauf einlassen und erlauben, dass das unser Leben navigiert, also als würdest du es in deinen GPS eingeben. Wow, welche Räume würde das öffnen? Irgend, du wolltest noch was sagen. Ja, es ist, also was auch faszinierend ist, ist einfach, du hast gerade echt so schön angesprochen, es ist immer, also es sind nicht die Worte, sondern das ist das Sein. Und da gibt's wirklich Menschen, die sagen nicht viel, aber die facilitieren mit ihrem Sein. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, genau. Und du sprichst vom Raum oder auch dann über dieses Sein einfach so viel beim Menschen zu öffnen und zu bewegen. Und es sind ja nicht nur diese Facilitierungen, die es ausmachen, sondern du triffst tagtäglich so viele Menschen. Ob du was zu denen sagst oder nicht, du veränderst den Planeten. Danke für den Aspekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir glauben immer, wir facilitieren nur bei Sessions oder bei Kursen. Wenn du es wählst, bist du ein pragmatischer Praktiker auf Haxen. Jemand, der Veränderung facilitiert, egal wo du bist. Aber das ist die Wahl, die wir haben. Nicht nur immer bequem zu sein für andere, sondern auch die Energie zu sein, die Welt dazu zwingt, in Frage zu gehen. Was wollen wir wirklich als unsere Zukunft kreieren? Wie wird es noch besser? Was ist noch möglich? So, wie viel Mut können wir alle noch mehr erlauben, der Raum zu sein auf Haxen, der die Welt dazu bringt, in Frage zu gehen und alles in Frage zu stellen. Mehr davon. So, wenn dich das anspricht, die pragmatischen Praktikerkurse gibt es nicht jedes Monat, aber ich glaube, jedes zweite oder dritte Monat machen wir diese Kurse. Und der nächste ist im August in Deutschland, wo du kannst auch online dabei sein. Du brauchst Bars und Foundation als Voraussetzung. Und es gibt auch eintages pragmatische Psychologiekurse, wo du keine Voraussetzung brauchst. Der nächste ist im Münsterland und online. Der heißt, wie kann ich mein Anderssein nutzen, um Erfolg zu kreieren und Erfolg zu haben? Ein Megathema. So, das ist ein Tageskurs, da brauchst du keine Voraussetzungen. Es gibt einige andere Eintageskurse. Und der pragmatische Praktiker eben brauchst du Basis und Foundation. Irgendwann, ein einziges Mal, irgendwann. Und wir üben, facilitieren dort. Das ist ein sehr praktischer Kurs, also wir üben aneinander. Es ist wirklich so ein Hands-on, wo wir verschiedene Situationen, wie kannst du facilitieren mit Kindern, mit Erwachsenen, mit der Situation, mit dem. Also du kannst hier alle deine Fragen bringen. Wenn du jemand bist, der schon Coach ist oder Eltern oder Lehrer oder Facilitator oder Friseur, ne? Also es sind wirklich Menschen von allen möglichen Backgrounds dabei, beginnen. Ja, ich möchte mal mehr Sessions halten. Oder ich möchte Kurse halten, dann ist es etwas, ob du das jetzt schon seit 100 Jahren machst oder ob du es erst beginnen möchtest. Der Kurs ist wirklich für alle. Also, wir freuen uns riesig und es gibt auch die Bücher, es gibt 1000 Videos. Also, wenn du gerade neu dazugekommen bist, es gibt wirklich etwas für alle. Es gibt auch einen Shop mit ganz vielen Calls und Kursen drinnen zu allen möglichen Preisen. Also es ist wirklich etwas wirklich für alle dabei, ob du sowas gratis haben möchtest oder für 25 Euro oder für einige 100 Euro. Es gibt wirklich ein Buffet für alle und das freut mich, das anbieten zu dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle, was auch immer du wählst. Let's rock. Lass uns eine Welt kreieren, die für uns funktioniert. Und danke, liebe pragmatische Praktiker. Die pragmatischen Praktiker findest du auch auf unserer Webseite www.pragmatischepsychologie.de. Wir werden den Link auch mitschicken. Wenn du mal eine Session bei einem von den pragmatischen Praktikern haben möchtest, dann findest du sie auf dieser Webseite, die wir dann mitschicken werden. Gut. Also, danke euch allen. Und was ist noch möglich? Freue mich auf mehr. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.